Also ja, wir haben uns sehr, sehr hohe Ziele gesteckt vor der Saison, haben einige Verpflichtungen getätigt, auch viele junge Spieler. Der aktuelle Tabellenstand stellt uns natürlich nicht zufrieden, aber wir glauben daran, dass die Jungs sich da durchsetzen und wir wieder ganz oben mitspielen können. Ja, natürlich. Da sehe ich gar keine Probleme. Also nochmal, wir haben viele junge Spieler im Kader, wo wir ein bisschen Zeit brauchen. Ja, ich glaube nicht, dass er nur in Europa einer der besten Spieler ist, sondern weltweit einer der besten Nachwuchsspieler. Es wäre schön, wenn wir ihn noch ein, zwei Jahre haben. Es wird nicht einfach. Es gibt noch ein, zwei Clubs in Europa, die vielleicht noch andere Möglichkeiten haben als wir. Aber ich glaube, dass jeder Nachwuchsspieler, der Talent hat, sieht, dass man in Dortmund riesige Chancen hat, seine Spiele zu machen. Ja, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Hat im Augenblick einen schwierigen Stand, aber er hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er sich mit ein bisschen Zeit am Ende doch durchsetzt und auch wir glauben auch an ihn.